Ja, hallo Josué, Flügelspieler vom FC Thun. Am Wochenende hatten wir ein Match gegen Kriens, konnten gewinnen. Du bist nach der Halbzeitpause reingekommen. Wie hast du den Match erlebt, Kriens? Ja, es war ein ausgeglichenes Spiel. Es war viel Ballbesitz. Es gab nicht viele Chancen. Und ja, dann für mich in der zweiten Halbzeit bin ich mit dem Dani reingekommen und haben nochmal neue Impulse setzen können. Und ja, es war ein zähes Spiel, aber wir konnten es für uns entscheiden und es war enorm wichtig für uns. Und ja, wir schauen jetzt nach vorne, dass wir da aufbauen können. Für euch ein junger Spieler, sicher eine ungewohnte Situation, oder? Letztes Jahr waren wir zwei gewesen, bist du auch schon dabei gewesen, wo es sehr gut ist gelaufen. Jetzt ist es eben am Anfang der Rückrunde ein bisschen schwieriger gewesen. Wie ist das so aus jungen Spielern, wenn man manchmal schon von außen vielleicht den Druck bekommt? Ja, letzte Saison waren wir am Ende Zweiter, aber ich kann mich erinnern, ich bin da hochgekommen und da sah es in der Tabelle nicht viel schlimmer aus und dann ja, konnten wir gegen Schluss nochmal Gas geben und das ist jetzt dieses Jahr auch unser Ziel. Klar, bei so einer Phase, in der wir jetzt waren, als junger Spieler ist nicht einfach, aber da haben wir Vorbild, also ja, die aus unserer Mannschaft, die helfen uns, die erfahrenen Spieler, die geben uns Kraft und Tipps und deswegen... Ja. Sehr gut. Vielleicht zum Abschluss. Du hast auf deinem Trikot nur noch den Namen Josué. Eben, es ist ja eigentlich Elako Josué Schmidt. Aber ja. Josué ist der Name. Kannst du kurz erklären, was ist so ein bisschen der Hintergrund? Ja, das ist einfach mein Rufname von klein auf. Und ich habe mir gewünscht, dass ich, wenn ich Fußballer bin, dass der auf meinem Trikot steht. Und ja, den Wunsch konnte ich mir jetzt im Sommer erfüllen. Und deswegen ja, habe ich es lieber, wenn man mir Josué sagt. Also wenn die Fans mal etwas vor der Weih von der Tribüne abmachen, sollen sie Josué sagen und nicht irgendetwas anderes. He? Ja, genau. Das wäre besser, ja.